Ja, herzlich willkommen zum Teil 5 im MOBA-Zimmer und zur neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Ja, wir sind hier in Bad Dürheim in unserem schönen MOBA-Zimmer und es wächst und wächst und wächst. Ja, und ihr habt ja im letzten Teil gesehen, was passiert ist. Wisst ihr es noch? Habt ihr es angeschaut? Okay, ich verrate es euch. Wir waren zuletzt an der Platte. An der ersten Platte vom Schattenbahnhof. Und da gehen wir jetzt hin. Bis später. Ja, und da ist sie, die Platte. Wir hatten ja die Stützfüße hingemacht und sie einpositioniert. Und kaum ist sie da, liegt schon Zeug drauf. Ja, so ist das halt im MOBA-Zimmer. Aber ich habe auch hier Gleise verlegt und schon mal den ersten Bogen gemacht. Und ihr seht, ja, es ist gut berechnet gewesen eben. Wir haben noch ein bisschen Luft. Und ihr seht aber auch, es geht schon hier rein. Das heißt, man könnte also hier schon wieder aufs Maß runtergehen, dass wir hier, wie hier ist zum Modul, die Breite haben. Ja, das werden wir aber sehen, weil ich muss ja überlegen, vermutlich wird da hinten ein Pfosten hinkommen und hier einer. Und dann natürlich hier irgendwo welche, weil das Zoom-Modul ja hier oben drauf ist. So, das heißt, das kann ich erst machen, wenn ich hier weiß, aha, so viel Gleise habe ich im Schattenbahnhof, hier und hier die Weichen, und dann kann ich das berechnen, wo das Zoom-Modul darüber kommt. Ja, das ist jetzt die erste Platte hier, also zumindest bis hierher, wo sind wir, hier, denke ich mal, wird der Schattenbahnhof auf jeden Fall gehen. Damit ich eine dementsprechende Länge habe, um Züge hier abzustellen. Wie viele, da bin ich jetzt noch am Überlegen, ob 4, 5 oder vielleicht sogar 6 hingehen. Das kommt ganz auf die Rückleitung drauf an. Das heißt, ich muss ja hier runterkommen, die Abstellung und irgendwo wieder zurück. Und das wird jetzt geplant, überlegt. Und dann kann ich das Maß nehmen von hier bis da hinten, weil ich muss ja dann wieder den Bogen rechnen. Also die 80 cm. Aber vielleicht sind wir da sogar schon mit einer Höhe, ich muss mal gucken, mit einem Meter. Also wir haben jetzt hier eine, ja, 4 cm bis zur Unterkante Platte. Das heißt, wenn wir hier vielleicht sind und haben hier vielleicht so 9 Zentimeter, dann kann ich sogar hier unten entlang fahren und habe dann wieder mehr Platz. Aber wie gesagt, das ist alles planerisch jetzt momentan zu überlegen. Auch natürlich in Bezug, wie weit geht der Berg hier rum. Kommt hier eine Stadt hin oder nicht? Das hängt alles jetzt, ihr seht es, miteinander ab, wie ein Zahnrad. Also das eine muss ins andere reinpassen, sonst klappt das nicht, ja. Was kann man hier noch sagen? Ich habe mittlerweile hier ein paar Arbeiter hingemacht. Da auch einer, an der Maschstelle läuft. Die überprüfen gerade mal, ob alles funktioniert. Der ist gerade am Aufschließen. Ja, und geschottert haben wir natürlich auch mal bis hierher. Weil hier ja die Steinmauer hinkommt. Und dann schotter ich hier entlang an den Gleisen. Dann bin ich noch überlegen, ob ich hier eben Masten hinmache, die versorgen. Das weiß ich eben auch noch nicht, ja, weil mein MOBA-Händler hat mir eigentlich abgeraten, Oberleitung zu machen, weil das eigentlich bei meiner Anlagengröße kostenspielig ist. Ja, ich wollte eigentlich da oben an dieser Strecke hier, da geht sie rum und dann rüben ins Wohnzimmer. Wollte ich ja auch Oberleitung machen. Aber ja, das ist jetzt in den Sternen. Gut, dann machen wir hier mal einen Cut und wir hören uns beim nächsten Fortschritt nochmal. Ja, zwischenzeitlich sind sie gekommen und wir konnten jetzt hier zubauen bis da hinten hin. Ja, ja, und das sieht top aus, finde ich. Jetzt so hier und da und vielleicht hier ein bisschen und da hinten ein bisschen. Wird noch mit
Grünzeug ein bisschen kaschiert, wie es so rumhängt. Aber sonst gefällt es mir eigentlich ganz gut. Kann man lassen. Ja, jetzt heißt dann kaschieren mit Grün und dann natürlich noch schottern. Also hier weiter schottern quasi. Wo sind wir? Da hinten haben wir aufgehört. Nee, hier haben wir aufgehört. Ich mach mal Licht, sieht man es besser. Da. So, von da ab. Bis da. Müssen wir noch schottern. Ja. Und dann sieht so gut aus. Ja, wir sind jetzt hier immer noch am Basteln. Wie die Gleise hin könnten. Dass wir hier im Endeffekt einen Bahnsteig hinbekommen. Aber natürlich auch hier in den Tunnel kommen. Da haben wir jetzt die Weiche eingebaut. Ja. Das ist eigentlich wunderbar soweit. Jetzt gucken wir mal. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist jetzt hier. Ich dachte, das wird ein wenig durchsichtiger ein bisschen, aber naja. Muss man ja nicht ewig sehen. Bleibt der versteckelt und so auf die Entfernung. Oder so nachher. Ja. Naja. Versuch's, Bächle. So, jetzt mache ich so den Lückenschluss hier und probiere hier aus, wie ich da durchkomme mit den Waggons. Und dann machen wir den Lückenschluss nochmal. Ja, und dann schauen wir, wie es wird. Bis später. So, ein weiteres Stück. Landschaft. Ja. Und wie immer, machen wir Licht. Man, dann sieht man es besser, genau. Wie immer wirft es Blasen und ich hoffe, die gehen raus. Ich bin froh, wenn ich den Scheiß nicht mehr machen muss. Das letzte Stück dran. Fertig. Und wenn ich die Wand hier grau malen muss, das ist mir wurscht. Nie wieder so scheiß Hintergrund. Ja. Die Bar hat es in sich. Der Schwarzwald-Barkreis, wo ich hier habe, hat es in sich. Naja. Gut. Was gibt's denn schon Neues? Ja, wir haben hier eine Weiche eingebaut. Stellpult. Ja, die Weiche, die geht nach da hinten. Machen wir da hier. Helikopterflug. Und die kommt dann hier zweigleisig. Da kommt noch eine Weiche in den Berg rein. Da kommt hier zwei Gleise raus und die gehen hier hinten hin. Wo dann auch Sägewerk und so hinkommt. Allerdings, ja. Müssen wir ausprobieren. Ihr seht, das Sägewerk steht hier und es ist noch nichts wie am letzten Video gezeigt vorangegangen. Ja. Weil ich mich jetzt erst hier drum kümmert habe. Die Gleisstrecke gilt soweit, funktioniert soweit. Ja, wie gesagt, jetzt heißt es hier trocknen. Und dann schauen wir morgen mal wieder, wie es dann aussieht. Ein neuer Morgen. Und wie ihr seht, ja, es hat sich nicht viel getan, ne? Seht ihr es? Immer noch alles faltig, aber fest getrocknet mittlerweile. Also ich kriege sie nicht mehr raus. Also katastrophal. Egal, ich lasse es dran. Von Weitem, wenn man jetzt so guckt, ja, je nach Lichteinfall, sieht man dann nichts. Das passt soweit. Ja, dann haben wir hier jetzt schon mal geschottert. Die Seite ist jetzt voll. Das heißt, jetzt müssen nur noch diese Spalten hier kaschiert werden mit Grün. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Und dann schauen wir mal. Bis später. Ah, oh, wie ihr seht, wir sind hier unten wieder zu Gange. Mal Licht. Ja, wir haben jetzt hier nochmal eine Weiche eingebaut. Und die geht jetzt hier hintere dann. Ihr seht, hier liegt schon die nächste, die wird hier angeschlossen. Aber ihr seht, angezeichnet, da muss ein Loch rein. Das muss noch verändert werden. Ja, und dann machen wir das mal und melden uns dann wieder. Ja, jetzt machen wir hier gerade das Loch.
Weil, wie gesagt, hier soll ja dann der Durchbruch kommen für die zwei Gleise. Ja. Allerdings ist es sehr schwierig, weil ich muss ja zuerst mal hier das Drahtgeflecht wegkriegen. Das ist sehr hartnäckig. Und dann können wir da ans Portal gehen. So, erstes Stück, tada, weg. Weil, wie gesagt, das Portal kommt ja in etwa so hin. Und hier kommen die zwei Gleise raus. Also eins da und eins da. Jetzt muss ich das natürlich hier ein bisschen anpassen. Und ja, ist noch einige Arbeit. Da ist viel Staub, machen wir die Kamera jetzt aus und wir hören uns später wieder. So sieht es jetzt momentan aus. Ja, die Gleise liegen. Ich muss mal ein wenig runtergehen. Hoppala. Also da hinten liegt die Weiche, seht ihr. Das sind jetzt die zwei Gleise, die hier rauskommen. Was die werden, das wird sich die nächsten Tage zeigen. Ob die jetzt beide Sägewerk werden oder was die werden, das wird sich zeigen eben. Jo, jetzt wird dann das Tunnelportal da hinkommen. So. Und wie gesagt, der Berg wird oben ein bisschen angepasst. Also ich gehe mal ums Eck. So, wenn ihr seht hier, also es ist nicht viel, man muss diese Ecke nur wegmachen, da kann das Portal hin. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Ausbesserung. Oh, also das kriegen wir hin. Das ist das kleinste Problem. Oh, neuer Tag. Wir waren ja dran, das Tunnelportal hier auszufräsen, weil wir aus dieser Position raus wollen, nicht da. Das wird zugemacht. Ja, und jetzt habe ich mal den Kran eingezeichnet. Das heißt, die Platte des Kranes, so, die kommt ja dahin. Das heißt, das eine Gleis wird dann hier positioniert sein und das andere hier. Man hat hier also noch genügend Fläche zum Fahren. Und das ist eigentlich sehr optimal. Das heißt, wir sägen jetzt hier mal ein Loch. So raus. Und dann, wenn es fertig gestaubt ist, melden wir uns wieder. Ja, es ist schwierig. Also wir haben jetzt hier mal die Kante gemacht und die Kante. Und jetzt sind wir aber lieber mal an der inneren lang. Und jetzt überlegen wir eben, ob wir jetzt hier anpassen oder mal gucken. Da legen wir jetzt gleich mal die Platte auf und messen nochmal, weil das ist wirklich sehr schwierig mit diesem Teil, weil wir haben eine 16 mm Platte. Und die Stärke der Kranplatte hat 14 mm. Aber ich kann ja nicht bei einer so einer Platte 2 mm stehen lassen. Das bricht ja aus. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir es irgendwie so weit hinkriegen, dass es funktioniert. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt haben wir das erste Loch gesägt und wir haben jetzt überall, wie ihr seht, hier diese Kante habe ich noch und jetzt muss ich da halt überall so 4 mm runter. Ja, weil das habe ich jetzt gemerkt, dass der Merkel mir Scheiße geschrieben hat wohl. Das ist ja innen liegend, diese 10 mm, also muss ja die Außenkante aufliegen und die hat 4 mm. Und das probieren wir jetzt eben aus. So, jetzt sieht es so aus, kleine Aufliegekante überall, jetzt holen wir es mal her, so rum kommt es rein, ja, passt wunderbar, heißt, die Gleise können jetzt ohne Probleme
hier drauf. Da kommt noch ein kurzes hin, Prellbock. Da noch bis dahin und da kommt dann der Kran rüber. Der kann ja einmal so fahren, dann so fahren und sich noch um 180 Grad drehen. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir die Säge, das Sägewerk mit positionieren und ob ich hier doch noch einen kleinen Schrottplatz hinbekomme, sowas. Ja, schnucki kleines. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall sind wir jetzt mal so geblieben. Das heißt, als nächstes geht es jetzt darum, das Portal festzumachen, beziehungsweise hier erstmal alles erdbraun zu machen. Sprich zu streichen, und wenn wir es gestrichen haben, wird hier, nee, zuerst wird hier ran gebaut, so wie es möchte. Und wenn wir das soweit haben, dann kommt braune Farbe hin. Dann hier hinten kommt ja noch diese Steinarkade, so wie hier, dass es da ein bisschen Abschluss hat. Ja, hole ich mal kurz einen Moment. So stelle ich mir das ungefähr vor. Bis zum Lichtschalter dann noch ein Stück. Und dann denke ich, wird der Lichtschalter vielleicht farblich angepasst. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich auch nur bis hier hin und mache hier einen Cut. Oder, ja, aber so in der Art stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Mit dem Portal. Und innen natürlich. Da drin wird natürlich auch noch ein bisschen verblendet, dass das schön aussieht. Und ja, dann machen wir die Seite hier noch zu. Vielleicht kommen hier noch weitere Parkplätze hin. Also meint hier in dem Bereich, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal überlegen. Oder wir gehen doch, wir hatten ja die Frage, ob wir eine Feldbahn machen. Oder ich lasse mich doch drauf ein und gehe von dem Sägewerk noch mit einer kleinen Feldbahn da rein. Aber sagen wir mal ehrlich, warum soll ich mit einer Feldbahn für ein Sägewerk in einen Berg reinfahren? Bekanntlich ist ja das Holz außerhalb im Wald. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, die fährt jetzt irgendwo dann rüber Richtung Schweiz und dort in den Wald rein und dann wieder hierher oder so, aber ja, warten wir es mal ab. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Ideen. Ich hatte ja auch nicht vor, hier den Kran hinzubauen. Das kam jetzt auch spontan Idee, nachdem ich mal ausgemessen habe. Oder halt, wo habe ich es denn eigentlich? Da unten ist es. Das Sägewerk. Wir können es ja mal kurz hinhalten. So ungefähr. So ungefähr kommt es hin. Vielleicht noch ein Stück nach hinten. Das muss ich noch schauen, aber da die Position. Oder wir drehen es vielleicht sogar. Das wird man sehen. Das muss ich mal gucken, wenn ich den Kran, wenn ich mir da überlegt habe, wie der Kran fährt. Und dann könnte man immer noch hier auf die Fläche, wenn ich hier eine Straße baue, hier einen Schrottplatz hin machen. Dann hätte ich doch allen meinen Vorstellungen Genüge getan und hätte auf dieser Platte meinen Schrottplatz, mein Sägewerk. Ja, aber ich weiß ja nicht, weil ihr wisst ja, Moment, ich habe so viel Holz hier, was alles noch irgendwo hier rumdrapiert werden muss. Ich möchte ja noch ein bisschen so Verladungsgeschichten. Der Kran kommt ja noch dahin oder hier halt irgendwo hin. Und wenn ich jetzt auch noch die Feldbahn ins Spiel bringen sollte, von hier ab, oder dann müsste ich ja hier entlang gehen, wenn ich es hier hin mache. Ja, ihr seht also, es ist alles noch Denkerei, Spielerei, viel, viel, bla, 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 bla. Ich überlege jetzt mal ein bisschen und sobald es wieder was Baufortschritte gibt, melde ich mich wieder bei euch. Bis später. Ja, die Schäfchen schauen geduldig zu. Wir haben jetzt hier mal Grau-Felsinnenfarbe gemalt. Das Reststück kommt jetzt da rein. Da an diese Wand hier. Und dann kommt das Tunnelportal hin. Und dann fangen wir an hier mit Berg ergänzen, was ein bisschen kaputt ist. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es wird.
Ja, jetzt habe ich die Seite mal festgemacht hier. Jetzt hat gerade die Kamera gespackt. Den tollen Anklebeteil habt ihr jetzt verpasst. Naja, das ist halt die Technik. Da müssen wir noch ein Kaschieren hier. Und dann machen wir das Portal dran. Jetzt muss ich aber erstmal wieder füllen. Die Klebepistole. So, Tunnelportal ist dran. Jetzt bräuchte ich bloß mal ein Gleis, um zu sehen, ob es auch passt. Ja, passt. Kriegen wir so hin. Und hier drüben passt es auch. Gut. Perfekt. Ja, also, Portal ist dran. Jetzt müssen wir dann kaschieren. Das mache ich aber ohne Kamera. Ich zeige euch dann einfach, wie es danach aussieht. Also, so sieht es jetzt aus. Und da sehen wir uns nachher wieder. So, mein Gott, ein Zwischenstand. Wie das ist. Späßle. Ja, so sieht es jetzt aus. Ja, kann man lassen, trocknen lassen, grau machen, dann schauen wir mal weiter. Jo, da muss ich runterdrücken. So. Ja, klebrige Sache. Ja, während hier das Gebirge hier sozusagen trocknet, ja, probiere ich jetzt schon mal aus, das Sägewerk zu positionieren. Also hier ungefähr habe ich jetzt mal so gedacht, naja, mal lassen wir hier von hier kommen, so eine Straße hier rumgehen und dann da verschwinden. Und nur jetzt mal so provisorisch mal angezeichnet. Vielleicht mache ich da auch noch einen Gehweg hier hin oder dahin. Weiß ich nicht, aber habe jetzt mal überlegt, so könnte die Position gut passen, dass man hier quasi so eine Ausfahrt macht. Wo bin ich wieder? Dass man hier quasi so eine Art Ausfahrt macht mit Tor. Oder hier ein Tor und eine Ausfahrt. Und dann hier so der Platz, wo dann das Holz liegt und alles. Und hier ein Tor. Und dann hätte ich immer noch dieses Stück hier inklusive dann der Fläche vom Kran, vom Schrottplatz oder so. Ja, ich überlege, weil ich muss ja dieses Becken hier, das muss ich ja absägen, ihr seht ja hier. Das heißt, ich muss das anzeichnen und das geht ja noch das Förderband bis hier rein. Also so lang ungefähr geht das alles bis dahin, ja, wie das ist. Und dann passt das. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, ob es ungefähr so hinhaut, wie ich das denke, möchte, vorstelle. Dann wird gebohrt.
Ja, das ist das Loch für die Sägewanne. Ihr seht also, das ist dieses Becken vorne und da läuft das Förderband drin. Und weil da ja normal Wasser drin ist, ist das halt ein geschlossenes System. Wir haben aber hier Modellbauwasser drin und dann den Reststämme eingeklebt, ja, weil, wie gesagt, ihr habt es ja im Video gesehen, läuft das anders bei uns. Gut, jetzt können wir dann weitermachen mit hier. Position ist gegeben und bis später. Ich habe mich jetzt entschieden, dieses Stück Tapete hier zu übermalen, weil es einfach optisch besser aussieht, wenn da ein bisschen, ja, so grau scheint. Also von vorne sieht das viel besser aus, wie wenn der Berg hier oder so weiter geht hinter der Wand, wie das Gelbe hier vorblitzt. Und das machen wir jetzt. Bis nachher. Ein paar Pinselstriche später. Ja, und wieder vergessen zu filmen. Man ist halt so im Element. Fertig! Und dann so, ach scheiße, filmen! Naja, also da in das gelbe Feld, da kommt dann noch so Mauer hin, bis an Schalter. Da drüben habe ich jetzt gesagt, nö. Und drunter, nö. Die Fummelarbeit mache ich mir nicht. Bleibt so. Hier ist jetzt alles soweit erdbraun. Bleibst du scharf? Ja. Der Berg ist momentan auch grau. Wird dann noch ein bisschen kaschiert, wenn er getrocknet ist. Ich muss dann erstmal gucken, ob ich nochmal drüber muss. An der einen oder anderen Stelle. Ja. Und dann kann es langsam losgehen mit Kranprojekt. Sägeprojekt. Den Tunnel hier noch irgendwie zumachen. Also ich werde keine Feldbahn bauen. Ich habe mir das überlegt und es macht keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn und dabei bleibt's. Ja. Punkt. In dem Fall, wenn es getrocknet ist, hören wir uns wieder. So, nächster Tag. So sieht's aus. Wir haben jetzt da hinten geschottert. Die Gleise verlegt. Die Platte eingebaut. Schon mal probiert, ob die ein oder andere Szene sein muss oder wo der Kran hinkommt, was wir für Platzverhältnisse haben. Ja, so sieht es momentan aus und Stück für Stück wird's. Die Sicht von oben. Ja, es tut sich was, ne? Ja, die Straße. Oh, seht ihr? Und schon fliegt man über den Staubsauger. So schnell geht das. Das Jahr 2019 ist echt katastrophal. Ich glaube, irgendwie, vielleicht sterbe ich dieses Jahr noch. Weiß auch nicht. Wenn das so weitergeht schon. Straße nach hier oben, die hier aufhört, weil hier hinten wird dann Piste kommen. Da geht's rein. Runter, ich überlege noch, ob ich hier vielleicht noch eine Einfahrt mache, weiß ich noch nicht. Dann geht's eben hinten rum zum Abladen und hier dann wieder im Rundkurs raus. Ja, da kommt dann ein Container hin, irgendwas in der Art. Muss ich mal gucken. Ich habe da ja irgendwo einen. Tja, nur wenn man ihn sucht, dann ist er nicht da. Ja. Und da wird irgendwie so ein Transporter hinkommen. So ein Pritschen-LKW. Ja. Das ist jetzt mal so das Update. Jetzt habe ich noch Zaun bestellt, weil hier ja Zaun rum muss von Kipri dann. Und dann haben wir eben dieses Fleckchen hier, wo ich einen Schrottplatz machen könnte. Ja, mal überlegen. Kommt Zeit, kommt Rat. Jetzt wird hier noch die Flächen werden entweder geschottert oder grün gemacht. Das kommt jetzt noch drauf an. Inwieweit die Holzlagerung hier noch ans Sägewerk kommt. Ja, also ihr könnt gespannt sein. Morgen geht's dann weiter. Neuer Tag. Ja, und einiges hat sich getan. Wir haben jetzt mal hier geschottert. Das Gelände des Sägewerks. Ihr seht, es liegt noch
viel loses Zeug hier rum, weil ich das gerade frisch gemacht habe. Hier haben wir geschottert. Ja, dann wird es dann irgendwann noch hier geschottert und in diesem Bereich überlege ich mir aber noch, ob ich da vielleicht so ein Stück Schotter und den Rest Wiese mache. Ja, das werden wir sehen, wenn der Zaun da ist, ob ich vielleicht den Zaun weiter reinschiebe und dann hier das Stück Wiese mache. Ja, warten wir mal ab. Dann bin ich gerade hier, wie ihr seht, habe ich jetzt die einzelnen Holzteile sortiert, die jetzt hier dann drapiert werden. Also ein Teil kommt, also ich denke mal, dieses Holzmaterial kommt alles hier hin und die ganzen Baumstämme, die kommen so in diesem Bereich hin oder so. Ja, das wird man noch sehen. Da lasse ich mich jetzt noch nicht genau drauf festlegen. Ja, das kommt so, wie es kommt. Und dann schauen wir mal, wie wir das soweit hinkriegen werden. Ja, dann kümmere ich mich noch um dieses Tunnelportal, das hier ja wegkommt. Oder halt, was heißt wegkommt, zugeht. Ja, da habe ich ein Stück Mauerteil da. Und dann wird irgendwann hier noch diese Kante bearbeitet. Entweder kommt da Gips rüber. Oder, ja, irgendwas in der anderen Art. Das kommt natürlich nicht dahin. Das kann man wegmachen. Also der Haltepunkt wird vielleicht irgendwo hier seinen Platz finden, habe ich mir gedacht. Oder vielleicht auch ein bisschen weiter drüben, dass das quasi so der Haltepunkt ist. Einmal für die Sägewerk-Mitarbeiter, die mit dem Bus fahren. Und natürlich auch für welche, die hier auf den hier drüben auf den Berg dann wollen und so, ne, auf die Burg. Ja, das ist ja der Chapel sozusagen. Und ja, dieser wird eben da seinen Platz irgendwo finden. Dann warte ich jetzt auf den Zaun. Den habe ich jetzt gestern Abend noch bestellt. Der ist heute verschickt worden, also wird er vielleicht morgen, übermorgen kommen. Ja, und dann gucken wir mal, wie das hier mit dem Zaun so weitergehen wird. Wie ihr seht, wir sind schon dran, die Beleuchtung hier zu optimieren. Heißt, wir haben jetzt da schon mal eine Lampe und da. Ich mache mal kurz Licht. Ja, so sieht es momentan mit Licht aus. Hier in der dunklen Kamera. In der dunklen Kamera. In der dunklen Kammer meinte ich natürlich. Ja, und das sind jetzt die ersten zwei von sechs. Ja, und jetzt überlege ich halt Stück für Stück im Dunkeln, wo die Ausleuchtung am besten hinkommt. Ich habe gedacht, hier noch eine und wo war es noch? Da noch eine und da noch eine. Und ich glaube irgendwo, ja, da in dem Bereich hier vielleicht noch eine. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie es so ausleuchtungstechnisch funktioniert und aussieht. Ja, in dem Fall dann bis später. Sechs Lampen sind jetzt verbaut. Ja, und so sieht es jetzt aus. So ein bisschen justieren die eine. So. Ja, so gefällt es mir jetzt. Die betriebliche Seite ist soweit beleuchtet. Die Einfahrtseite auch. Hier kam jetzt schon ein Container hin, wo dann das Sägemehl-Silo entleert werden kann. Oder wird, wenn es zu viel wird. Dann geht nämlich hier der Weg rein. Hier hat man dann die Beleuchtung quasi mehr. Klar, jetzt dieses Eck hier ist noch ein bisschen dunkel, aber da kommt ja der Kran hin und ich weiß noch nicht, was der für Beleuchtung hat. Deshalb bin ich jetzt in diesem Sektor hier ein wenig sparsamer. Wir kommen gleich im Hellen nochmal dazu. So, dann geht es hier hinten rum und dann da wieder raus. Ich werd scharf. Ich mache jetzt mal so, den Berg an. Ihr seht, funktioniert schon. Das Rote, was ihr da seht, wo ist da? Das Rote hier. Das ist Stellpult von den Weichen.
So, jetzt machen wir mal hier Licht. Werde scharf, Kamera, werde scharf. Was ist los? So, jetzt. Und wenn man jetzt sieht, ja, da ist hier hinten eigentlich schon genügend so Licht vorhanden, ja. Und hier fordern, also das reicht in dem Sektor auf jeden Fall so. Der Schrottplatz, der ja hier hinkommt, bekommt ja auch Licht. Ja, jetzt machen wir hier mal Licht an. Und rutsch, so. Hier sieht man es jetzt mal Tag. Wie gesagt, da kommt ja der Kran hin. Und ich weiß nicht, wie weit der Portal hat. Was rede ich denn für Müll? Licht hat. Und ja, da kann es natürlich sein, der hat natürlich auch mit seinen Scheinwerfern hier unten dann, dass dieser Bereich ausgeleuchtet ist. Und deshalb habe ich auch noch keine Lichter für den Schrottplatz bestellt und keine Lampen hier an die Straße, weil da war ich auch noch nicht sicher, ob ich da welche mache. Es reichen ja im Endeffekt diese hier, ja. Man hat die Burg beleuchtet und ich will ja nicht hier so einen Effekt haben, dass ich hier Tageslicht nachher habe, fast vor lauter Lämpchen. Sondern man muss schon erkennen, es ist Nacht, es ist dunkel und es ist Industriegebiet und Industriegebiete sind eh nicht so gut ausgeleuchtet. Ja, also von dem her, die Arbeiter haben in der Halle genug Licht, das seht ihr, ja. Also die können gut arbeiten und hier draußen haben sie so weit Licht, dass sie auch arbeiten können. Ja, jetzt fange ich weiter an mit Dekorieren und mit Schottern und hier ein bisschen wenn diese Steifigkeit der Fahrbahn und so herauszubringen. Ja. Bis später. Ja, es gibt immer mehr Ausschmückungen, Details. Ja, der LKW hat seinen Platz gefunden, noch mehr Holz ist gelagert worden. Hier der erste Container, Zaun. Ja, jetzt sind wir hier mal überlegen, wie weit gehen wir. Gehen wir nur bis hier an den Kran hin und dann hier Wiese oder machen wir es durch? Oder ja, es gibt noch die eine oder andere Möglichkeit, Idee. Ja. Dann habe ich jetzt hier schon den Portalkran hingebaut. Ja, so sieht es da jetzt mal aus. Wie gesagt, der reicht eben bis darüber. Kann also hier gut arbeiten, kann die zwei Gleise in alle Richtungen bedienen, bis hierhin zumindest die Wägen entleeren und so, ja, also auch kein Problem. Ja, einziges Problem ist, ja, er läuft nicht. Wir haben hier eigentlich die Fernbedienung, ja, und ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Ich mache mal den U noch zu. Also, Licht mal an und hier runter. So, da haben wir das Bauteil. Ist so angeschlossen quasi wie vorgegeben. Der rote da von der Platte, der braune von der Platte da. So, und dann halt hier braun und gelb und an den Trafo. Genau, auch so ein Trafo gekauft. So, und wenn ich jetzt mal einstecke, ja, dann leuchtet es rot, es blinkt grün und jetzt muss ich quasi hier einschalten und dann leuchtet es dauerhaft, aber wie gesagt, wenn ich dann hier was tue, die Lichter gehen dann gleich aus hier, nichts mehr an. Es tut nichts. Der Kran bewegt sich nicht. Ja. Vielleicht habe ich einen Denkfehler drin oder irgendwas anderes. Vielleicht hat er der eine oder andere Ideen, kann mir da helfen. Einfach melden, wo mein Problem liegt. Ich habe schon durchgepiepst. Ich habe von hier nach oben gepiepst. Also die Kabel hier, die funktionieren. Das heißt, der Strom geht nach oben. Ich habe auch schon hier mal getestet mit einem Trafo. Strom an die Schienen und dann hat er sich auch bewegt. Also er fuhr dann mal kurz, aber wie gesagt nur in eine Richtung, also nur nach vorne. Der hat sich gar nicht bewegt, den habe ich auch mal angeschlossen. Die Rolle, ich glaube vom
von der Schnur her oder halt vom Haken her, die hat funktioniert, aber den anderen Motor habe ich noch nicht so gefunden, um zu testen. Ja, wie gesagt, wenn einer eine Idee hat, darf er sich gerne bei mir melden. So sieht es jetzt mittlerweile aus. Der Zaun ist drum, die Hölzer sind verteilt. Dann die Wiese, wie ich jetzt hier, da kommt ja der Haltepunkt Chapel rein, der Bus. Da eine Telefonzelle. Ja, und so sieht es drüben aus. Das gibt also der Platz. Ja, Schrottplatz, Containerplatz. Das werde ich noch überlegen. Beziehungsweise schwebt mir so eine Art Mischung vor. Aber das lasse ich noch im Unklaren. Wir fliegen jetzt erst einmal hier so über die Anlage. So à la via Hubschrauber über das Sägewerk. Tja, mir gefällt es gut. Jetzt müssen wir noch uns dann hier drum kümmern und das zumachen. So, der Hubschrauber dreht. Und knallt gerade nochmal drüber. Es kommen jetzt natürlich noch einzelne Szenen, Figürchen und so hin. Dazu suche ich schon unheimlich einen Transporter mit Britsche. Ich hatte immer einen, aber ich finde ihn nicht. Da ist übrigens die Telefonzelle und der Haltepunkt Chapel oder Chapel, wie man es nimmt, ja. Oh ja. Da hinten die zwei Zuggleise oder Abstellgleise, ja. Und hier unser schöner Portalkran, der natürlich noch ein bisschen Probleme macht. Ja, zwischenzeitlich habe ich natürlich mit vielen Mobanern telefoniert gehabt, auch so, ne, die ich ja kenne. Und wussten auch keine Lösung letztendlich, mein Modellbauhauer auch nicht. Jetzt hat aber Gott sei Dank der Herr Yassar von Märklin angerufen und hat mir geholfen. Letztendlich haben wir die Lösung nicht gefunden, was das Problem war. Denn die Adressen in den Decodern waren so, also wir haben einmal hier einen Decoder drin und einmal hier unten für die Brücke und dann natürlich am Elektronikbauteil. Wo das Problem jetzt letztendlich lag, wissen wir nicht. Wir haben es mit der MS2 probiert, da lief es sich dann steuern und siehe da, plötzlich mit diesem Joystick hier läuft er jetzt. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Und zwar haben wir ja den Joystick jetzt so und wir können so geht, ihr seht's, da müsst ihr hingucken. Der Kranhaken geht auf und zu, dann können wir hier natürlich drehen oder auch in die andere Richtung mit dieser Funktion. So, und hier mit dieser Funktion fährt die Katze. Dann haben wir hier, wenn wir jetzt mal hier drauf gucken, mit dieser Funktion Licht. Das heißt, der Scheinwerfer hier oben funktioniert und natürlich das Kabinenlicht. Und mit dieser Taste hier kann man natürlich, wenn man den Magnet jetzt hier noch anschließen würde, den ein- und ausschalten. Ja, so sieht es jetzt aus und er funktioniert. Also von dem her wunderbar. Und das heißt, ich probiere jetzt noch ein wenig die Funktionen aus. Und schau dann mal. Oh ja, er hat noch etwas Stromprobleme. Das habe ich noch vergessen. Mit dieser Taste hier können wir auch das Führerhäuschen machen. Allerdings hat er noch ein bisschen Stromprobleme hier, Kontaktprobleme. Ich muss diese Gleise hier noch putzen, dann funktioniert das. Gut, in dem Fall
danke ich trotzdem für die Hilfe. Auch wenn ihr jetzt vielleicht noch andere Ideen habt, könnt ihr die gerne noch kommentieren oder so. Und ich bin froh, dass es funktioniert. Dann können wir jetzt hier natürlich mit dem Platz und mit dem Verladebereich und etc. kann ich mir jetzt Gedanken machen, weil mir war schon ein Anliegen, dass dieser Kran zuerst funktioniert. Tja, da sind wir wieder am Ende von diesem Teil aus dem Baufortschritt im Oberzimmer. Ihr seht, es geht Modul für Modul voran. Ja, diese Seite hier, da und da. Überall wird geborstelt, überall wird gebastelt, überall wird überlegt. Ja, der Schattenbahnhof, ja, der ist jetzt noch ein bisschen in der Warteschleife, weil ich mir noch nicht ganz klar bin, wie lang er geht. Das kann ich aber erst überlegen, wenn ich in etwa weiß, wo die Platte vom S-Bahn-Modul kommt. Das geht über das Viadukt, wobei wir mittlerweile schon am Überlegen sind, da vielleicht einen Stadtbereich hinzumachen, Stadtviadukt. Also, ihr seht, die Räder da oben, die drehen sich und letztendlich ist es ja unsere Anlage und deswegen können wir umschwenken in Ideen noch bevor sie gebaut sind, weil wenn sie mal gebaut sind oder in Angriff genommen, dann ändere ich sie nicht mehr ab, so schnell. Ja, und dann kommt ja bald das Zoom-Modul. Vielleicht mache ich vor dem Zoom-Modul nochmal einen Livestream. Das werden wir schauen, wie es mir a. gesundheitlich geht und b. ich die Zeit und Ruhe finde dafür, weil dann können wir einfach so vielleicht einen Frage-Antwort-Livestream machen, schwebt mir noch vor, bis dann der erste live vom Bau vom Zoom-Modul kommt. Wenn alles soweit klappt, vielleicht Oktober, November, schauen wir mal. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr lasst einen Daumen nach oben da. Und natürlich freuen wir uns über jeden Abonnenten unseres Kanals, der uns auch treu bleibt. Denn natürlich gibt es vielleicht Videos, die langweilig sind. Andere sind nicht so langweilig. Der eine gefällt das, der anderen gefällt das. Die einen wollen, dass man was fahren lässt. Die anderen sagen, ich will, dass du baust. Die anderen sagen, gehen die Elektronik und dies und das und jenes. Und ja, es gibt so eine Vielfalt von Videos mittlerweile auf YouTube, dass man da immer eine ganze Bandbreite findet an Informationen und an ja, Videos, die man mag. Aber man kann trotzdem bei den anderen ja, treu bleiben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage viele Grüße, bis zum nächsten Video. Euer Markus und tschüss.